So, ich begrüße euch erneut hier mit Venedig und wir haben aktuell 991. Es ist die Friedenszeit, die noch mindestens 2 Jahre anhält, bevor wir hoffentlich den Garant der Reichsentwicklung werden, bevor wir die Ambition erfüllen und dann uns wieder kriegerisch widmen können. Vorher kehrt noch eines unserer Schiffe zurück und wir bekommen durch seltene Gewürze der allerfeinsten Qualität, das Gewürz muss strömen, erlangt 100 Gold, sehr schön. Meine sagenhafte Katze hatte sich gestern Abend an ihrer Lieblingsstelle am Fenster eingerollt. Vielleicht hatte sie gewusst, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Wenigstens ist sie friedlich von uns gegangen. Oh, die Beerdigung soll im Garten stattfinden. Dort hat sie gerne gespielt. Der ganze Hof wird eingeladen, um das Leben meiner Katze zu würdigen. Wir werden dadurch wohltätig. Nee, also ich glaube, als venezianischer durchlauchter Doge werden wir jetzt nicht einfach so wohltätig. Die Beerdigung soll im Garten stattfinden. Dort hat sie gerne gespielt. Ein trauriger Moment im Leben von Hamelin. Seine geliebte Katze ist leider verstorben. Mein Lehnsherr, ich denke, das wird den nötigen Druckmittel. Diesmal bedrohen wir den Vasallen mal. Mal gucken. Ah, er möchte keine weiteren Fraktionen unterstützen. Das heißt, der Kollege hier ist allein auf weiter Flur. Wir haben einen neuen Fokus, diesmal für Constance oder Constanze. Da sagt der Würfel, na, was sagt er denn? Eine 4. 1, 2, 3, 4. Oh, Kampf. Noch eine Kampfausbildung für eine Frau. Okay, interessant. Ja, das Gold strömt. Wir könnten jetzt hier unseren Palast wieder ausbauen. Vielleicht mal hier einen Schwertschmied zur Rüstkammer ausbauen. Definitiv gut. Anne ist nicht mehr Kanzler. Sie ist verstorben anscheinend, die Hoffrau. Jetzt brauchen wir einen neuen Kanzler. Am ehesten ein Gesellschaftsmensch und angesehener Arzt, Azaria. Der hasst uns aber wie die Pest. Denn er ist ein ungläubiger, ehrgeiziger Mensch. Aber er ist halt auch sehr gut. Deswegen müssen wir ihn nehmen. Ist nicht schön, aber lässt sich aktuell nicht verhindern. So, wir erhalten Botschaft, dass König Sigmantas plant, eine Handelsroute zu errichten. Mal gucken, ob es da Entschädigung gibt. Auch Gräfin Tomais plant das. Auch da möchten wir Entschädigung haben. Hier bekommen wir schon mal... Oh ja, wir bekommen in beiden Fällen 50 Gold. Sehr schön. Der Dschihad ist fehlgeschlagen. Allah scheint die muslimischen Gläubigen nicht zu begünstigen. Hat Kalif Abdul Hazm den Dschihad um Anatolien, also hier hinten im Kaiserreich, gegen Basilissa Georgia von Byzantisches Kaiserreich als gescheitert erklärt. Erbärmlich. So, Marco und Augusta haben einen Sohn mit dem Namen Cäsare. Oh. Er ist aber kränklich, also wissen wir noch nicht, was damit los ist. Der könnte jetzt noch sterben. Interessant. Deus Vult, ja, allerdings, wenn man hier sieht, dass die hier unten sich mal eben Jerusalem genommen hatten. Wobei Jerusalem ist jetzt wieder arabisch, aber die anderen Provinzen hier sind byzantinisch. Also ich sag ja, die haben ein riesiges Reich hier oben. Allerdings aktuell auch mit einem sunnitischen Aufstand. Also das wird schwer sein, das zusammenzuhalten. Naja gut. Der Hof wurde in Murano gebaut. Ja, da können wir jetzt eigentlich auch mal die Stadtbefestigung schon mal erweitern. In Torcello können wir das Zollhaus erweitern. Das bringt uns nämlich mehr Einnahmen. Steuern sind immer gut. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja auch unsere Familie daraus mit ernähren müssen aus den Steuern. Unsere immer größer werdende. Als ich meinem Freund Albino vorstellte, hatte ich große Hoffnungen. Ich hoffte, dass sie schnell Freunde werden würden, sodass wir Zeit miteinander verbringen könnten. Wir alle drei. Albino und mein Freund hatten eine schöne Zeit zusammen. Oh, toll. Klasse. Ja, wunderbar.
Tja, die hat leider ein Bündnis immer noch mit Byzanz. Das ist äußerst bedauerlich. Sinibaldo braucht ebenfalls noch einen Kindheitsfokus mit 6 Jahren. Und es ist eine 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einen Glaubenfokus bekommt er. Passt ja auch, der hat ja schon 3 Punkte Bildung. Sehr gut. Das klingt alles äußerst, äußerst vernünftig. So, ihr könnt die Tore schließen. Weil bei uns das Lagerfieber ausgebrochen ist. Und da wir ein Feigling sind, werden wir das, glaube ich, auch machen. Denn wir haben eine unaussprechlich hohe Angst, unser Leben zu verlieren. Dementsprechend werden wir genau das machen. Wir schließen die Tore und gehen in Klausur. Das einfache Volk findet es nicht so toll. Aber wir versiegeln die Tore und hoffen auf das Beste. So. Wir brauchen einen neuen Befehlshaber. Da ist anscheinend jemand verstorben. Verteidigung. Minus. Verteidigungsmoral, Verteidigung. Das klingt ganz gut, der Simon. Ansonsten haben wir nicht mehr viel, ne? Ne. Nehmen wir den Simon. Der muss es aktuell richten. Hier können wir mal welche aufstellen. Ach, hier ist nur noch der Simon verfügbar, weil die alle in der Klausur sind mit ihren Hofangehörigen. Verständlicherweise. Tja, und das Lagerfieber breitet sich auch sehr schnell aus. Der Pikenierübungsplatz ist allerdings in Palestrina fertiggestellt. Und euer Hofarzt Azaria teilt euch mit, dass Savary an der derzeit wütenden Epidemie leitet. Ihn mit allen hier zu behalten, würde alle in Gefahr bringen. Savary, du hast das Lagerfieber. Es sieht nicht gut aus für dich. Deine Frau ist schon tot. Du wirst ihr vermutlich folgen. Tja, werft ihn hinaus. Was sollen wir tun? Als ihre Stute eingeschläfert werden musste, versprach ich meiner Gattin Stanislava, ein passendes Pferd für sie zu finden. Ich habe Glück, denn nicht nur eine, sondern 3 verschiedene Stuten kamen gerade nach Venedig. Das passt natürlich jetzt gerade überhaupt nicht, während wir hier in Klausur sind. Die weiße Stute nehmen wir mal. Ist etwas verspielt, aber sollte passen. In Venedig wurde ein Antrittsplatz gebaut. Sehr schön. Den Pikenierübungsplatz können wir übrigens aufwerten. Machen wir auch mal. Stadtwerf finde ich jetzt nicht ganz so wichtig, um ehrlich zu sein. Aktuell, dass wir das erhöhen müssten. In Murano könnten wir immerhin die Stadtbefestigung noch verbessern. So, er hat sich zurückgezogen. Papst Clemens ist verstorben. Benediktus trat seine Nachfolge an. Der ist natürlich jetzt leider nicht mehr von uns eingesetzt. Nee. Immerhin, wir haben unsere beiden Leute hier drin. Und es ist, steht gerade einer zur Wahl, sehe ich gerade. Okay. Und Bernard wurde ein Sitz im Kolleg zuerkannt. Immerhin, dann haben wir jetzt hier den 3. im Kardinalskollegium sitzen. Italien hat nur noch 2 Leute, wir haben 3. Das heißt, wir haben aktuell die Übermacht. Das heißt, wen wir wählen, der wird vermutlich auch Papst werden. Der nächste. Das ist doch gut. So. Okay.
Okay. Wenn wir uns sicher fühlen, können wir die Tore wieder öffnen. Ja, aktuell ist ja noch nicht sicher hier. Nino und Letizia haben eine Tochter mit dem Namen Giovanna. Sehr gut. Das ist sehr schön. So, wieder ist der Befehlshaber anscheinend verstorben. Das geht hier wirklich ruckzuck. Wir nehmen jetzt mal den lieben Libero. Hat nichts mit Fußball zu tun. Der soll einfach nur unsere Armee verstärken. Auch er zieht sich zurück. Und auf einmal fehlen uns noch zwei Leute. Oh, das ist ja gar nicht gut, ey. Eieiei. Adelbert ist noch da. Oh, oh. Ja, das war's. Wir haben keinen mehr. Es ist kein Guter mehr da. Die sind alle tot. Eieiei. Garant der Reichsentwicklung, ne? Immerhin. Ambition ist erfüllt, sobald wir hier jetzt... Oh, guckt euch das an, das Lagerfieber. Das ist ja der ganz Italien und die ganze Adria erfasst hier. Hohoho. Da geht's ja richtig rund. Oh je. So, Milizübungsplatz bauen wir noch. Eieiei. Also sieht ja wirklich überhaupt nicht gut aus hier in Venedig aktuell. Wir bekommen immerhin 100 Gold durch einen Adligen, den wir verschiffen dürfen. So, ja. Ja, Soranzo ist ausgestorben. Es gibt wieder ein neues Haus hier. Oh je. Die Licinardo oder Licinardo. Oh Mann, also das Lagerfieber, das löscht ja gerade richtig hier alles aus. Um Himmels Willen, ich glaube, unser Hof hat sich schon ein bisschen verkleinert hier, würde ich mal schätzen. Und es sind so ziemlich alle Leute jetzt immerhin zurückgezogen an unserem Hof. Aber die Fremdhöfe sind, glaube ich, schon ganz schön ausgestorben. Da war mein Riecher, glaube ich, nicht so verkehrt, uns diesmal hinter die Mauern zurückzuziehen. Das hätte sonst böse enden können. Seit kurzem weist Argentina Krankheitssymptome auf. Sie könnte sich mit der Pest angesteckt haben. Natürlich kann noch nichts mit Sicherheit gesagt werden. Argentina. Schmerzen in der Brust. Sie ist eine entfernte Verwandte von uns. Ich sollte sie in den Arm nehmen und trösten. Ja, wir sind so nett. Wir machen das mal. So, die Beziehung zu irgendjemandem konnte verbessert werden. Das ist aktuell jetzt auch nicht so dramatisch. Oh je. Der Bürgermeister Gosselin ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Auf Wiedersehen, mein Freund vom gleichen Ufer. Oh Mann. Die sterben ja alle wie die Fliegen hier. Das ist echt eine ganz schön harte Welle des Lagerfiebers gerade. So, wir schlagen vor, dass König Oldrich von Großmähren und Anna Candiano heiraten. Meinetwegen ja. Großmähren. Ach, hier. Können wir mit ihm dann nicht... Oder haben wir mit ihm dann nicht einen Nicht-Angriffspakt? Ich glaube schon, ne? Oder? Nö, nicht wirklich. Okay, ich dachte... Nö, ist nicht der Fall. Oh Mann! Das sieht ja aktuell wirklich düster aus hier in ganz Italien. Der halbe Mittelmeerraum ist vom Lagerfieber erfasst worden. Und die Verluste scheinen immens zu sein. Währenddessen können wir noch einen Kindheitsfokus für Marco festlegen. Marco Candiano. So, der bekommt eine 11. Hier war 8, 9, 10, 11. Der bekommt Stolz. Okay. So, unser Wissen um Toleranz erhöhte sich auf 2. Ademar ist jetzt als der Böse bekannt.
Na gut. Oh, wer ist das hier? Schweden? Nee, Mercia hat hier zwei Leute im Kardinalskollegium. Okay. Wir könnten natürlich auch noch einen vierten fördern, da wir jetzt ja aktuell sowieso hier genug Geld übrig haben. Können wir das durchaus mal machen. So. Ja, Schlagerfieber. Oh, es scheint so langsam wegzugehen. Wir können die Tore wieder öffnen. In Venedig ist es zumindest wieder okay. So langsam zieht sich das Lagerfieber zurück. Und wir brauchen jetzt Befehlshaber. Immerhin Pierre ist noch da. Das ist jetzt ein Schwindler. Galeazzo ist gut. Das ist jetzt ein Zentrumsanführer. Ansonsten haben wir keinen guten mehr, ne? Sind alle mit Minus belegt. Und Cassio hätten wir noch. Der ist noch gut. Ja gut, dann nehmen wir den. Okay. So, dann können wir nämlich auch hier wieder die Leute einsetzen. Hier in die Mitte nehmen wir einen Zentrumstypen, Galeazzo. Außen. Nehmen wir mal Evra. Und auf die andere Außenseite nehmen wir Gargamel wegen der Kavallerie. Sehr gut. Dann haben wir hier das maximal rausgeholt aus der Truppe. Okay. So, und da wir jetzt ja die Ambition eh erfüllt haben und wir hier einen riesen Bonus auf die Modifikatoren, glaube ich, bekommen dadurch, können wir nun ins Kriegerische wieder übergehen und hier den Angriff planen. Hier unten ist ja immer noch Lagerfieber. Vielleicht warten wir noch einen kurzen Augenblick, dass sich das hier zurückzieht, bevor wir hier jetzt im Lagerfieber rein irgendwie reinkriegen und rein schlachten. Das ist nicht so gut. Abt Adema ist zurückgekehrt. Okay. Ja, es zieht sich jetzt langsam hier zurück. Milizübungsplatz in Murano gebaut. Das ist auch in Ordnung. Torcello, da wird gerade noch ein Hof gebaut für noch mehr Steuereinnahmen. Beginnerübungsplatz wird hier noch erweitert. Dann können wir hier noch einen Antrittsplatz bauen in Murano. Alles klar. So. Ein fahrender Dichter, der sich Bade nennt, kam heute an. Kann so lange bleiben, wie er möchte. Es interessiert uns, glaube ich, nicht. Ich fand heraus, dass Oberbürgermeister Azaria den Baden dem Hof vorgestellt hatte. Und ich sagte ihm, wie sehr ich das schätzte. Endlich jemand, der singen kann. Danke euch. Jawohl. Sehr schön. So, könnte sich das Lagerfieber mal bitte hier zurückziehen? Das finde ich ganz gut. Oberbürgermeister Rorgus von Zaklumia hat mir bizarre und abstoßende Beweise vorgelegt in Bezug auf die sexuellen Vorlieben von Abt Ademar. Du böser Bösewicht, gottloser Priester und jetzt auch noch sexuell. Prangert ihn an. Das kann ich so nicht stehen lassen diesmal. Hof in Torcello gebaut. Das war hier unten die Stadt. Wir könnten jetzt hier eine Universität bauen, aber ich spare das Geld aktuell. Wir bauen hier noch eine Befestigung hin. Und ansonsten werden wir uns jetzt auf den Krieg vorbereiten gegen Lothringen. Ich teaser das schon mal an, auch wenn das gleich Bestandteil der nächsten Folge erst wird. Denn ja, fast 4000 Mann, das kriegen wir hin. Der hat aktuell auch noch einen Krieg gegen... Ne, hat nur einen Anspruch, Valois. Er hat einen Anspruch Valois und einen Waffenstillstand. Er hat allerdings das Königreich Eyrie als Verbündeten. Eyrie, Kollegen, mit 3,52k. Oh, die sind richtig stark geworden hier, die Iren. Eyrie ist ja quasi Irland.
Ja, das kommt drauf an. Wenn die eingreifen, wird es interessant. Wenn nicht, ist es total einfach. Also werden wir es auf jeden Fall machen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir starten hier auch mit Apulien direkt, dass wir das einnehmen können. Da ist jetzt ein Bürgermeister Rizzardo dann Nachfolger. Gut, müssen wir so hinnehmen. Denn unser schwuler Freund, den wir hatten, oder unser homosexueller Freund, der ist ja leider schon früh verstorben an dem Fleckfieber. Also an diesem Lagerfieberausbruch, der hier noch zu Ende geht, der jetzt eher Richtung Afrika sich nochmal verlagert hat. Hier oben ist schleichendes Fieber, also überall Krankheiten. Wir haben es jetzt überstanden, wir leben noch und in der nächsten Folge werden wir dann Lothringen hier um seine zwei Provinzen nacheinander bringen. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ich sage erstmal auf Wiedersehen, macht's gut. Tschüss.